Das ist der Nachfolger von der Smartwatch, die wir bisher wohl am meisten empfohlen haben. Die Huawei Watch Fit 2 übernimmt die Erfolgsformel vom Vorgänger und macht sogar noch einiges besser. Den Erfolg vom Vorgänger kann ich vor allen Dingen auf das Design zurückführen, denn wie auch schon die erste Generation ist die zweite Generation wieder rechteckig, aber eben nicht quadratisch. Sie wirkt einfach ein bisschen in die Länge gezogen, aber eben deutlich elaborierter, fortgeschrittener als eben die günstigen Produkte. Die Watch Fit 2 ist mit 149 Euro jetzt etwas teurer geworden, die bekommt man dafür in diesem schönen Blau, in Sakura Pink oder auch eben in Schwarz. Für das Geld bekommt man auch eine dementsprechend hochwertige Verarbeitung, wie ich finde. Es ist einfach eine schicke Uhr, die auch nach ein bisschen was aussieht. Ob die nach 150 Euro aussieht, darüber lässt sich sicherlich streiten. Dafür bekommen wir hier eine ATM5-Klassifizierung, das heißt, sie ist gegen Wasser geschützt. Ich war damit auch während des Testzeitraums eigentlich täglich duschen, das ist kein Problem. Und was mir jetzt gut gefällt, es gibt endlich so einen Wassermodus, wie ich ihn zum Beispiel auch von der Apple Watch kenne. Das heißt, wenn ich hier oben drauf drücke und die Uhr nass ist, dann werden hier die Lautsprecher freigemacht, um die Uhr halt eben von Wasser zu befreien. Der einzige Fehler bei der Verarbeitung liegt meiner Meinung nach in den Bändern. Denn wie auch schon in der ersten Generation entscheidet man sich wieder für eigene Bänder. Das kann, wie bei Apple, natürlich auch gut funktionieren. Die meisten China-Uhren haben aber einfach diesen typischen Pin-Verschluss, deswegen sind sehr viele Armbänder kompatibel. Hier hat man einen eigenen Verschluss, den wir ja so auch schon vom Vorgänger kennen. Man muss ja einmal rausdrücken und ich habe dann theoretisch so ein Press-to-Release-Band, wo die Verbindung ganz gut sitzt, aber es ist manchmal doch ein bisschen ätzend, das zu öffnen. Das nervt mich tatsächlich. Ich hätte jetzt auch grundsätzlich argumentiert, dass es schwieriger ist, dafür Ersatzarmbänder zu finden. Aber da die erste so erfolgreich war, ist auch mittlerweile Amazon oder eben AliExpress voll mit solchen Ersatzarmbändern. Wer es ein bisschen fancier haben möchte, der kriegt die Watch Fit 2 auch mit einem Lederarmband in der Classic Edition in Grau oder halt in Silber. Dann kostet sie aber sogar 179 Euro. Insgesamt ist sie damit also bis zu 50 Euro teurer als die erste Huawei Watch Fit. Aber was hat sich jetzt geändert? Vor allen Dingen erstmal das Display. Man bekommt jetzt nämlich mehr Display. 1,74 Zoll in der Diagonale anstatt 1,64 Zoll in der Diagonale. Und das macht in der Praxis jetzt nicht wirklich den Unterschied, aber man merkt, wie die Hersteller wirklich um jeden Millimeter kämpfen. Die Auflösung wurde dabei angepasst auf 336 x 480 Pixeln. Das ergibt eine etwas überdurchschnittliche Pixeldichte von 336 ppi. Durchschnitt bei Smartwatches sind eigentlich so 326 ppi. Hört sich jetzt nicht nach viel an und ist es in der Praxis dann auch endlich nicht. Da ist es schon deutlich wichtiger, dass es sich hierbei um ein AMOLED-Display handelt, das einfach ein gutes, hohes Kontrastverhältnis und satte Farben hat. Durch dieses hohe Kontrastverhältnis ist Schwarz einfach schwarz und der Übergang zwischen Display und Bildschirmrand ist relativ fließend. Das hängt natürlich ein bisschen von dem Watchface ab, was ihr benutzt. Wenn ihr hier einen schwarzen Hintergrund habt, dann sieht das schon ziemlich cool aus. Wenn man das Watchface aber ändert und etwas mehr Kontrast hat, dann erkennt man schon, dass der Bildschirmrand ein bisschen dicker ist, als ich mir das persönlich jetzt gewünscht hätte. Wenn man das jetzt gerade zum Beispiel mit einer Apple Watch Series 7 vergleicht, dann ist es schon einfach so ein bisschen dicker. Dafür ist das Preisschild natürlich auch ein ganz anderes. Dank dem AMOLED-Panel haben wir hier auch die Möglichkeit eines Always-On-Displays. Das kann man einfach einstellen in den Einstellungen und es folgt dem Watchface. Es ist also keine eigene Anpassung möglich. Das finde ich aber gar nicht so schlimm, weil das dann trotzdem ziemlich cool aussieht und dann auch einheitlich ist mit dem Watchface. Und ich muss sagen, ich finde die Watchfaces mal richtig nice. Meistens ist es so, dass ich bei so Smartwatches die vorinstallierten Watchfaces, also diese Ziffernblätter hier, nicht so cool finde. Aber bei der Watch Fit 2 gefällt mir eigentlich fast jedes. Und man hat sogar echt viele Individualisierungsoptionen. Allein bei diesem Watchface hier habe ich 6 Punkte, die ich anpassen kann. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel Trainingsmodus drauflegen, da oben die Akkuanzeige. Ich kann Telefon-App da drauflegen, wie ich möchte. Ich habe hier so viele Funktionen, dass ich wahrscheinlich fast nie wieder in das Menü reingehen muss und alles direkt von dem Watchface aus starten kann. Das sind die Widgets, die direkt eine Verknüpfung in die App bieten. Und das ist meiner Meinung nach gerade im Alltag, wenn es mal schnell gehen muss, echt ein richtiger Vorteil. Man kann das Harmony OS Betriebssystem hier sogar noch ein bisschen weiter anpassen. Auf der horizontalen Achse hat man mehrere Apps, die kann man sich da frei positionieren, wie man möchte. Und dann noch so eine Art Assistant-Seite, wo man zum Beispiel das Wetter oder das aktuelle Lied hinlegen kann und theoretisch hier auch einen Schnellzugriff auf AI Voice hat, den eigenen Sprachassistenten von Huawei, der allerdings nur mit EMUI 10 kompatibel ist und mit einem Huawei-Smartphone. Wir haben die erste Watch Fit vor allen Dingen wegen dem präzisen Tracking empfohlen. Und wer hat's gedacht? Stiftung Warentest bestätigt, Huawei misst genauso gut wie Apple. Da haben sich die ganzen Kilometer doch gelohnt bei den unzähligen Smartwatch-Tests. Und wer mich gerne weiter noch ein paar Kilometer rennen lassen will, der kann ja gerne abonnieren. Das wird meiner Figur auch sicherlich gut tun. Ich war auch hier mitlaufen, ganze 9 Kilometer, und habe hier ein fast identisches Ergebnis zu der Apple Watch, was mich
freut, wirklich freut, endlich mal, das ist einfach so meine Referenz bei den ganzen Tests. Hier sind es auch 9,12 oder 9,13 Kilometer. Also die Differenz liegt bei unter 50 Meter. Die Pace ist quasi identisch. Man hat dann unterschiedlichen Kalorienwert, weil sie es, glaube ich, einfach ein bisschen anders berechnen. Aber gerade auch beim Joggen ist mir das sofort aufgefallen. Die Erinnerungen für gemachte Kilometer, die kamen fast immer zeitgleich. Von daher kann ich jetzt schon mal vorab sagen, dass ihr hiermit auf jeden Fall eine gute Uhr für Läufer habt. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen, zumal Huawei das Ganze noch ein bisschen weiter treibt und hier auch den Running Ability Index einbaut, also eure Laufleistung dabei bewertet und euch einschätzt und euch auch zeigt, wo ihr euch verbessern könnt. Es gibt individuelle Laufpläne, die angepasst werden können, auch Laufkurse. Man hat sogar die Möglichkeit hier, sich vor dem Laufen warm zu machen mit einem animierten Workout-Guide, der einem hilft und die Übung sogar vormacht. So eine 3D-Figur hier, richtig cool. Kennen wir in einer ähnlichen Version schon vom Vorgänger, aber hier sehr gut integriert, wie ich finde. Und wenn dann noch die Ergebnisse am Ende stimmen, die wirklich sehr, sehr präzise abgestimmt sind mit Blutsauerstoff und so weiter, das ist nochmal ein schönes Extra. Das liegt natürlich auch daran, dass hier GPS verbaut wurde. Das ist ganz klar, das darf man für den Preis auch erwarten. Aber Joggen ist ja nur einer von 97 Sportmodi, die hier integriert sind. Natürlich greifen nicht alle auf das GPS zurück, aber 7 dieser Sportmodi ermöglichen auch dieses Feature des Warm-Ups oder des Dehnen nach dem Sport. Ebenfalls mit diesem Coach bzw. diesem Workout-Buddy, der hier als Animation angezeigt wird. Das ist schon eine coole Sache. Von der Huawei Watch GT 3 Pro kenne ich schon, dass die Uhr mit einem redet. Ich habe das ausgestellt, das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Kann man natürlich aber auch anlassen. Oder man benutzt einfach Kopfhörer und verbindet die hiermit. Dann nervt man auch nicht die anderen Leute auf der Strecke. Dass das alles so präzise ist, liegt an dem TrueScene 5.0 Herzfrequenzmesser, der hier an der Unterseite sitzt, der nicht nur euren Puls misst, sondern eben auch eure Blutsauerstoffsättigung, aber auch euer Stresslevel permanent und automatisch die ganze Zeit messen kann. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr alles in der Health-App, die es für Android und iOS gibt, aber auch ausschalten. Das geht natürlich dann insgesamt ein bisschen auf den Akku. Ich muss sagen, ich finde, die nehmen den Namenszusatz Fit hier wirklich sehr wortwörtlich, aber auch wenn man sich mal ausruht, also auch mal eine Runde schlafen geht, dann bekommt man hier ein präzises Tracking. Das Schlaftracking gefällt mir sehr gut, ist auch sehr gut unterteilt in die verschiedenen Phasen, auch beim Pulsmesser und beim Schrittzähler und so habe ich persönlich im ganzen Tracking bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Neben diesen ganzen Sport- und Fitnessfunktionen gibt es natürlich typische Smartwatch-Funktionen, die mittlerweile eigentlich fast jedes Gerät bietet, wie Uhr, Wecker, Timer, Schrittzähler. Ihr könnt eine Wettervorhersage haben, sogar hier mit Mondzeiten und Mondphasen. Dann geht es noch ein bisschen weiter, dass ihr eine Taschenlampe drin habt. Ihr habt Benachrichtigungen, die hier natürlich angezeigt werden, die meiner Meinung nach hier am meisten Sinn drauf machen, denn man hat ja so ein ähnliches Format wie beim Smartphone. Dadurch, dass es nicht rechteckig ist, wie zum Beispiel bei einer Apple Watch und auch nicht rund wie bei vielen anderen Uhren, sondern hier so ein ähnliches Seitenverhältnis hat, wie eben bei einem Handy, was man sonst den ganzen Tag in der Hand hat. Deswegen sind Benachrichtigungen für mich hier eigentlich absolut am logischsten. Da ist es dann einfach nur total schade und verschenktes Potenzial, dass man hier immer noch keine Emojis unterstützt und leider auch keine Schnellantworten. Wenn das noch irgendwie per Update kommen könnte, wäre ich Huawei sehr dankbar und die könnte die Watch Fit noch ein bisschen cooler machen. Noch ein bisschen cooler wird die Watch Fit aber durch 2 neue Funktionen, die sich viele von euch sicherlich gewünscht haben. Nummer uno wäre da die Offline-Musikwiedergabe. Hier ist jetzt endlich integrierter Speicher drin, sodass ihr einfach über die Health-App mit einem Android-Handy, mit iOS geht es nicht, einfach MP3-Dateien hier draufziehen könnt und dann damit loslaufen könnt, Bluetooth-Kopfhörer verbinden und dann könnt ihr darüber direkt Musik hören und nicht nur die Musik steuern. Das ist nicht das erste Mal, dass eine Huawei-Uhr das kann, aber jetzt in diesem Format das erste Mal. Und was die jetzt auch kann, sind Bluetooth-Anrufe. Ihr könnt mit der Watch Fit 2 telefonieren und das ist echt ziemlich cool und gut gelöst, denn es klingt gut. Ich habe testweise mit Fabian telefoniert, liebe Grüße an der Stelle, der mir eine gute Klangqualität attestiert hat und wenn der das sagt, dann glaube ich dem das auf jeden Fall. Ich konnte ihn auch gut verstehen, ihr könnt es direkt so machen, einfach James Bond mäßig, muss irgendwie ein neues Beispiel einfallen, oder halt über die Kopfhörer, wenn ihr die damit integriert habt, könnt den Anruf annehmen oder halt ablehnen. Auf jeden Fall eine praktische Sache, braucht man nicht immer, aber ich hatte das auch schon mal beide Hände voll und dann kam das hier und dann habe ich noch irgendwie so gemacht und dann kann man mal eben schnell einen Anruf annehmen. Das geht aber natürlich nur, wenn eine aktive Bluetooth-Verbindung zum Smartphone besteht. Hier ist keine eSIM oder so drin, sie macht das also nicht autark. Der Akku hat sich jetzt um 100 mAh vergrößert, von 180 mAh auf 292 und das ist ein prozentualer Anstieg von, ich glaube, über 30%. Und das klingt jetzt so, als ob das jetzt die Mega-Akkulaufzeit mit sich bringt, aber
irgendwie nicht. Das bleibt bei einer Angabe von 10 Tagen, genauso wie es beim Vorgänger war. Das hat beim Vorgänger ziemlich genau hingehauen, je nachdem, was man gemacht hat. Hier gibt es schon die Warnung, es kann auch ein bisschen weniger sein, bis zu 7 Tage sind drin. Und das ist so der Wert, den ich jetzt auch bestätigen würde. Ich habe sie natürlich sehr viel getestet, inklusive GPS-Einheit über eine Stunde und so. Das zieht natürlich alles ein bisschen Akku, aber insgesamt kommt man eine gute Woche mit der Huawei Watch Fit 2 aus. Schade ist ein bisschen, dass man immer noch keinen Energiesparmodus drin hat, was ich ein bisschen blöd finde, da die Watch Fit 2 eins der lächerlichsten Magnetladekabel auf dem Markt hat, das kaum richtig hält und dass man schnell mal vergisst, zumal auch nichts anderes diesen Anschluss benutzt. Da wäre es gerade dann an einem Wochenendtrip, wenn ihr einfach die Uhr nutzen wollt und das Ladekabel vergessen habt, wäre es geil, wenn ihr irgendwie Basic-Funktionen nutzen könntet und euch die Uhr anzeigen lassen könntet im Energiesparmodus. Und ich wünschte mir einfach, dass man auch hier mal in Richtung kabelloses Laden gehen würde. Wir wollen alle kabelloses Laden, oder? Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich bin ein ziemlicher Fan von der Huawei Watch Fit 2 und ich war es schon von der ersten Variante. Ich muss sagen, ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass sie jetzt teurer geworden ist. 150 Euro sind nicht wenig für eine Smartwatch und dafür kriegt man im richtig guten Angebot schon die kleine Version von der Galaxy Watch 4, die nochmal deutlich mehr Funktionen hat. Allerdings kann ich auch sonst nicht viel an ihr kritisieren, außer dieses komische Magnetladekabel. Ich finde den Formfaktor super, das Display gefällt mir gut, die Anpassbarkeit durch die Watch Faces und diese Smart Assistant Seite hier, sowie wie auch die Funktionen wie Bluetooth-Anruf oder Offline-Speicher, das sind alles so Sachen, die ich mir von so einer Hybrid-Uhr fast schon wünsche. Und das macht die Watch Fit 2 alles gut. Das Wichtigste ist natürlich das präzise Tracking. Für mich als jemand, der 2 bis 3 Mal die Woche mittlerweile wieder joggen geht, ist das einfach eine Uhr, auf die ich mich verlassen könnte. Und das ist mir dann auch so ein kleiner Aufpreis wert, im Gegensatz zu Amazfit-Uhren, die teilweise immer wieder mal ein komisches Ergebnis dazwischen schieben. Ihr könnt mal gerne eure Gedanken zu der Watch Fit 2 in die Kommentare schreiben. Benutzt ihr selber vielleicht den Vorgänger und überlegt euch jetzt zu upgraden, schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten verlinken wir hier nochmal zur Huawei Watch GT 3 Pro, dem Flagship von Huawei, welches noch ein paar mehr Funktionen bietet, aber auch etwas teurer ist. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das war's von mir für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!